Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit der Figurenvorschau für Emily von Genshin Impact. Zeugnisse. Alle Taten hinterlassen Spuren, selbst wenn sie ohne Farbe und Form sind. Aber keine Sorge, durch die richtigen Hände sind auch diese Spuren zu finden. Ja, das ist der zweite Trailer. Und es geht los. Zweiter Trailer zu Emily. Can tell you a lot about the person wearing it. Mint and fruity aromas. Oh, mir fällt gerade auf. Partnerlook. Ich habe was Grünes an und sie hat Grün an. For youthful vigor, while notes of cedar and amber show a desire to appear mature. And though a fragrance fades with dilution, evaporation and aging. Sie hat den Anime Glass Pull abgemacht. Habt ihr das gesehen? And though a fragrance fades with dilution, evaporation and aging. So long as you filter out the impurities to remove interference, the perfume will still tell its story. Ich muss persönlich sagen, ein Charakter, der Parfüm herstellt oder generell mit Parfüm zu tun hat, es gibt so gefühlt nichts Langweiligeres. Also für mich persönlich, ja. Also ich bin ja persönlich eigentlich Fan von ihr. Also ich werde sie vielleicht sogar pullen. Aber Parfüm ist einfach so freaking langweilig, also just saying. The top note is citrus and tea leaves, with neroli and roses coming through in the middle note, and a grounded woody base note. A very heavy fragrance, with great longevity, rather on the expensive side. Rest in peace. Perfume can tell you a lot, even when the wearer can no longer speak for themselves. Der das Parfüm von einer Leiche untersucht? Wow. We'd arranged to go camping up on the summit. But when I got up there, I couldn't find her. Ach, wieso? She must have slipped and fallen. That's her friend's statement. What do you make of it? It's unusual to meet at the summit, especially for someone who's never been mountain climbing before. The claim that she fell is a lie. Oh? Why so sure? There was no sweat among the impurities present, and no lady in their right mind would apply such a heavy fragrance before a climb. Seht ihr, genau das meine ich. Keine Frau würde so einen schweren Duft auftragen, bevor sie klettern geht. I mean, nicht jeder hat so viel Ahnung von Parfum wie du. Also, what? Okay, also wie gesagt, ja, von dem Hintergrund der Parfümherstellung oder Parfümerin oder whatever, ja, was sollst du dazu groß sagen? Entweder du magst Parfum oder magst es nicht, beziehungsweise findest du es interessant oder nicht. Ich bin definitiv auf der Seite, die es nicht so interessant findet. Aber es geht ja ums Gameplay. Es ist ein Charakter in einem Videospiel, also geht es ja rein ums Gameplay. Und das können wir uns dann noch genauer angucken, wenn sie endlich released ist. Heute Abend, glaube ich. Und ja, danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.